Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Leider bin ich jetzt total überrascht worden davon, dass die einfach ins Bild gelaufen sind und irgendwas im Reden waren mit die Sterblichen haben sich zurückgezogen, irgendwohin. Ich habe aber nicht mitbekommen, wohin, weil ich in dem Moment gerade auf Aufnahme gedrückt habe, ganz schnell. Und ja, ich denke mal, dass die uns jetzt aber mehr erzählen können. Wo ist Lyran, Sterbliche? Wie ihr schon gehört habt, haben die Klingenträger-Schwester Seldina und ihre Kultisten gefunden. Es gibt keinen Drinnen mehr für die erwachende Flamme. Ihr habt ihre Bastion gefunden? Ihr habt Todlicht gefunden? Ich habe einen Kultisten gezwungen, mir von Todlicht zu erzählen. Es ist ein zerbrochenes Reich, anscheinend vor Äonen von Merunes Dagon verwüstet. Er gab es dem Kult und er baute dort eine Festung. Ein kluges Versteck. Doch das Portal in das Reich braucht einen besonderen Schlüssel. Sagt mir, wo dieses Portal liegt. Das müssen wir noch ermitteln. Doch ich habe einen Plan. Ihr müsst einer Gruppe von Kultisten folgen, das Portal aufspüren und ihren Schlüssel an euch bringen. Wenn der Portalschlüssel wie die Schlüssel aus Ferngrab funktioniert, werden wir eine Chiffre brauchen, um ihn zu verwenden. Alles klar. Ich reise in die Totenländer und spüre eine Gruppe von Kultisten auf. Was ist mit euch? Wir werden weitere Kultisten suchen. Hier die Standorte, die meine Späher in den Totenländern gefunden haben. Ich würde vorschlagen, dass ihr im Karg anfangt. Sucht einen Schlüssel und das Portal. Danach treffen wir uns, bevor der Angriff beginnt. Und nehmt die Dätratte mit. Ihr Geruch widert mich an. Ja, entschuldige, Arox. Lasst uns diese sterblichen Kultisten suchen und ihnen den Rest geben, Herren! Danach können wir Rache an diesem verräterischen Nofros nehmen. Schwester Seldina zuerst. Um Valkynas Nofros kümmern wir uns schon früh genug. Wie ihr wünscht, Herrin. Ich bleibe weiterhin in eurer Schuld und tue, was ihr befehlt. Meine Nase wird uns leiten, mein Zorn wird uns antreiben und meine Wut wird die Kultisten versteinern lassen. Na, letzteres weiß ich nicht. Hüpfte mein Bündel, Arox. Gehen wir auf die Jagd, Herren! Da! Jetzt habe ich es wieder richtig schön gesehen. Okay, durchsucht die Kultistenstätten. Machen wir. So, jetzt schauen wir mal. Wir sind hier. Da oben ist eins. Das ist aber nicht das, wo er gesagt hat. Er hat doch irgendwie gesagt, ich soll irgendwo anfangen. Aber jetzt sehe ich nur hier eine einzige Stätte. Na gut, da muss ich halt jetzt mit dieser Stätte anfangen. Mal gucken, ob da noch weitere Stätten hinzukommen werden. Wir sehen uns gleich am Zielort wieder. So, Moment. Jetzt müssen wir erstmal gucken. Wir müssen da durch. Und hier rechts. Ja, natürlich. So. Verwüsterin Tadriax kehrt unverzüglich zur Todlicht-Zitadelle zurück. Soweit ich mich erinnere, habt ihr bisher keinen der Portalschlüssel eingesetzt. Um das Portal in die Totenländer zu öffnen, müsst ihr die Symbole auf dem Schlüssel, wie in diesem Diagramm dargestellt, aufreihen. Verbergt diesen Chiffre-Schlüssel gut. Tragt auf keinen Fall einen Portalschlüssel und diesen Chiffre-Schlüssel gleichzeitig bei euch. Wenn ihr befürchtet, in Gefangenschaft zu geraten, dann zerstört diese Schriftrolle. Ohne den passenden Chiffre-Schlüssel ist der Portalschlüssel nutzlos. Unsere Feinde werden immer wagemutiger. Fürs Erste müssen wir uns zurückziehen und neu formatieren. Sollten sie uns vergebens suchen, während wir die nächste Welle unserer glorreichen Verkörperung vorbereiten. Im Namen von Merunes Dagon, Schwester Seldina. Das ist die Chiffre, die wir brauchen, Herrin. Vielleicht wird Rynkios Plan doch noch aufgehen. Ja. Ich gehe mal davon aus. Das Problem ist nur, wir wissen nicht wirklich, wo jetzt die nächsten Punkte sind. Ich guck mal anders. Ah, okay. Also ein Punkt ist hier unten bei dem Auge. Das markiere ich mir schon mal, weil das ja irgendwie nicht angezeigt wird. Und eins ist hier oben beim Auge. Dann reiten wir doch mal Richtung Auge wieder zurück. Das ist ja jetzt nicht so weit entfernt. Das Auge ist aber, glaube ich, oben, ne?
Dann muss ich wahrscheinlich auch nach oben. Oder ist das direkt hier, wo die Blumen sind? Ich bin mir nicht sicher. Ja. Ah, das sieht mir so nach Kultistenstätte aus. Rokio sagt die Wahrheit. Dieser Ort riecht nach sterblichen Kultisten. Die zum Glück auch nicht viel können. Das macht es für uns einfacher. Brüder und Schwestern der erwachenden Flamme, die Zitadelle von Todlicht hat uns gedient als Tempel, als Noviziat und als Hauptquartier. Unser Gebieter Merunes Dagon hat diese unwürdigen Ebene mit dieser gesegneten Zerstörung beschenkt. Und er gab uns Todlicht als Zeichen seiner Gunst. Nun ist die Zeit gekommen, dass Todlicht seine letzte Aufgabe erfüllt als uneinnehmbare Zuflucht, in der wir uns auf den Sieg vorbereiten können. Verborgen in diesem entlegenen Reich werden wir die Verkörperungen unseres Herrn zum Leben erwecken. Nicht nur eine lebende Katastrophe, sondern eine ganze Armee. Jetzt müssen wir aus Todlicht eine Festung ohne Tür machen. Die Portale, die in andere Stützpunkte und Reiche führen, müssen deaktiviert werden. Alle bis auf eins, das Westtor am Lavastrom unter der Blutgrube. Das Portal bleibt offen, gesichert durch einen Schlüssel und einen Chiffre, damit jene, die zu uns nach Todlicht kommen, ihre Reise beenden können. Bis wir das Tor verschließen, wird ein mächtiger Schutzzauber es gegen dädrische Wesen beschützen. Wir dürfen anderen nicht mehr vertrauen, die unseren Herrn Merunes Dagon dienen. Sie sind eifersüchtig auf unseren Erfolg und werden versuchen, uns auszustechen. Wenn wir das zulassen, ja, sie sollen ausgesperrt werden, mit oder ohne Portschlüssel. Kommt nach Todlicht, meine Brüder und Schwestern. Unsere letzte Aufgabe wartet. Schwester Seldina. Nun wissen wir, wo das Portal ist, Herrin. Doch es ist gegen Wesen wie mich geschützt. Schlau, aber ärgerlich. Ja, dann würde ich sagen, wir reisen mal eben ganz schnell mit dem Wegschrein hier hinten rüber. Dann brauche ich das ja auch nicht zu cutten. Das geht ja schnell, bis wir da sind. So. Reisen wir hier unten hin. Und beim Auge war ja der nächste Punkt. Kann ich übrigens mal wegmachen, weil das nervt mich hier so ein bisschen. Das Auge ist aber hinter uns, nicht vor uns. So. Dann müssen wir einmal hier... Oh, der hier, wenn ihr mal hier hinkommen solltet... ist ganz, ganz böse. Das ist nämlich Irn Ziefel der Schänder. Und wenn ich das richtig sehe, hat der 10 Millionen? Wenn ich die Anzeige... Ja, ja, doch. Wenn ich die Anzeige richtig sehe, 10 Millionen. Und der macht euch sofort kaputt, wenn ihr den alleine angreifen solltet. Also macht es nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ist das irgendwie hier vorne? Ah, hier ist noch ein Buch. Flora und Fauna der Sänge. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Aber das ist nicht der Zielort, wo wir eigentlich hin wollten. Der ist anscheinend noch ein bisschen weiter hier rum. Genau da, wo jetzt der... Oh. Wir kommen zu spät, Herren! Jemand war vor uns bei Ihnen! Seht euch trotzdem um! Vielleicht finden wir etwas Wichtiges! Komm bloß nicht hier rein! Ich hoffe, dass wir nicht seine Aggro ziehen. Ein intakter Portalschlüssel! Wenn wir die Symbole richtig ausrichten, sollte er einen Weg nach Todlicht öffnen! Wir haben, was wir brauchen, Herren! Das Todlichtportal liegt westlich, jenseits der Blutgrube! Ja, dazu müsste ich jetzt wissen, wo die Blutgrube ist, aber das ist, glaube ich, die, wo wir jetzt gerade dran vorbeireiten, wenn ich das auf der Karte richtig sehe. Aber hier wird zum Glück ja angezeigt, wo wir hin müssen. Und das ist jetzt nicht ganz so weit weg, deswegen reite ich da mal kurz hin. Hier vorne irgendwo müsste ich theoretisch hin. Hier ist noch eine Quest, da wollen wir aber nicht mit anfangen. Ja, das sieht gut aus. Verschlossen und mit Schutzzaubern gegen Deldra versehen. Diese Sterblichen sind einfallsreicher, als ich dachte. Ja,
nur nicht so viel. Ihr tatet gut daran, diesen Ort zu finden, Rynkios. Ah, Sterbliche, sprechen wir. Gut. Da ihr den Weg zu diesem Portal gefunden habt, nehme ich an, ihr habt auch einen Portalschlüssel und die Chiffre beschafft, die man braucht, um es zu aktivieren. Okay, woher weiß die darüber Bescheid? Ich habe einen Portalschlüssel und die Anleitung gefunden, ja. Sehr gut. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr Rynkios gehört habt. Schwester Sedina hat dieses Portal mit Zaubern belegt, um mir den Zugang zu verwehren. Aber auch allen anderen dätrischen Wesenheiten. Weder ich noch Rynkios oder Arox werden durch dieses Portal treten können. Damit bleiben ich und die Anachoretin. Was genau sollen wir tun? Erfahrt möglichst viel über den Kataklysten und Schwester Seldinas Pläne. Danach werdet ihr Seldina wahrscheinlich zum Wohl von Ferngrab und Nirn töten wollen. Behaltet aber die Anachoretin im Auge. Die Ereignisse an der Feste Kummer haben Erinnerungen losgetreten. Warum sorgt ihr euch um die Erinnerungen der Anachoretin? Habe ich gesagt, dass ich mich sorge? Beobachtet sie einfach. Weder wir noch die Anachoretin wissen, was ihre Erinnerungen offenbaren werden. Wer sie wirklich ist. Könnte sein, dass die Antwort keinem von uns gefällt. Geht. Wir werden hier warten. Versucht nichts zu zerstören, was ich später noch untersuchen will. Ja, sagen wir es mal so. Ich habe schon ja recht lange eigentlich die... Ich bin bereit, wenn ihr es seid. Geht voran, Freundin. Die Bedenken, dass sie eigentlich zu dem Bösen gehörte. Kann ich mit ihr noch sprechen, oder ist Keine das wieder Sorge, nur... meine Freundin. Ich werde euch nicht im Stich lassen. Die Erinnerungen bleiben fern und verwirrend. Doch ich lasse mich von ihnen nicht behindern. Ich werde euch helfen, Schwester Seldina zu finden und der erwachenden Flamme ein Ende zu machen. Ich schwöre es. Tja, hoffen wir mal, dass sie recht hat. Das ist Todlicht? Es fühlt sich vertraut an. Ja, das befürchte ich auch. Ja, ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Ich hätte über die Brücke gehen müssen. Oh, Leute. Warum habt ihr das denn so gemacht? Das ist doch doof. Oh, Basti ist wieder nicht da. Ja, natürlich. Tschüss. Nein, jetzt kann ich nicht mehr mit dir sprechen, oder was? Wollt ihr mich jetzt hier veräppeln? Wir haben eine Art Archiv betreten. Vielleicht können wir Geheimnisse finden, die in Beziehung zum Orden der erwachenden Flamme stehen. Womöglich auch Geheimnisse, nach denen Lyrant sucht. Sehen wir uns um und finden wir heraus, was es hier aufzudecken gibt. Ich kann noch mit ihr sprechen, aber nicht so, dass sie mir das sagt, was sie mir wahrscheinlich vorher sagen wollte. Wo müssen wir denn hin? Moment, wir müssen geradeaus durch. Sie mich eigentlich immer am Heilen? Ja, muss sie ja eigentlich, ne? Basti wird mich ja nicht heilen. So. Hier ist Geheimnis Nummer 1. Geheimnisse von Morika, dem Erben. So viel Morika auch als Kaiser erreicht hat, bleibt sein mächtigster Erfolg doch unerwähnt. Die getreue Umsetzung des lange währenden Vertrages zwischen seinem Vater Dur-Korak mit Merunes Dagon und das Geheimnis der Langhauskaiser. Ah, da sind wir wieder beim Geheimnis. Noch vor seiner Eroberung Cyrodiils schloss der Schwarzdrache einen 50 Jahre währenden Vertrag mit dem Fürsten der Zerstörung. Dabei machte er Versprechungen, die seine Erben einzuhalten hatte. Als Dur-Korak zweite Ära 541, Fragezeichen, sein Ende fand, erbte Morika sowohl die eroberten Ländereien als auch die Verpflichtungen seines Vaters. Dann schloss Kaiser Morika seinen eigenen Pakt mit dem Fürsten der Zerstörung. Er bot Merunes Dagon einen berühmten Seher. Mittels verschiedener Methoden brachte Morika diesen Seher dazu, Visionen zu haben, wie Fürst Dagon Nirn mit seinen Kataklysmenknechten und so die Welt der Sterblichen unterjochen könnte.
So wurden Berunes Dagon wahre Diener reich belohnt werden und Morikas Familie kaiserlichen Bluts würde über allen anderen Sterblichen herrschen. Kaiser Leovig, den kennen wir doch, folgte 2. Ära 564 auf den Thron und erbte die Verträge seiner Vorfahren. Aber er ist nicht der einzige Langhauserbe. Morika war klar, dass für seinen Pakt mit Merunes Dagon unbedingt seine Blutlinie überleben musste. Also nahm er sich Kokobinen, mit denen er zahlreiche Nachfahren zeugte. Na super. Manche erkannte er an, andere nicht. Und wieder andere wissen gar nicht, wessen Blut durch ihre Adern fließt. Hier steht, Kaiser Morika persönlich trug Elegian auf, die Kataklysten für Merunes Dagon zu entwerfen. Ja, das haben wir gerade gelesen. Glaube ich. Ob er das jetzt persönlich war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob das da drin stand. Irgendwas mit den Erben auf jeden Fall. Dass er fröhlich rumgevögelt hat dafür. 11. Regenhand. 2. Ära 563. Irgendwie sowas. O mächtiger Priester der erwachenden Flamme. Ich schreibe euch an, um euch aufmerksam zu machen auf gewisse Wahrheiten, die ich euch bisher verschwieg. Ich vergewissere euch, dass ich meinen Platz im Orden kenne. Ich habe nur in direkter Befolgung von Merunes Dagon Befehlen gehandelt. Bei unserem letzten Treffen fragtet ihr nach dem Vater meines Kindes. Ich sagte euch, er sei ein Wachhauptmann, dem unser Kaiser befohlen hatte, bei mir zu liegen. Das war gelogen. Der Vater meiner Kinder, sieht mir nicht nach er aus, ist Morika, Kaiser von Cyrodiil. Ich wurde Morikas Kokobine auf Geheiß von Merunes Dagon, der mir im Traum erschien und mich anwies, dem Kaiser ein Kind zu gebären. Er befahl mir außerdem, dass ich niemanden die Wahrheit über seinen Vater verraten durfte, nicht einmal euch. Ich tue dies nun kund, da mir der nächste Schritt unseres Plans offenbart wurde. Ich soll eine Rolle in der Erziehung meiner Tochter spielen, sie großziehen und beschützen, bis der Tag kommt, an dem ihr Schicksal erfüllt. Sein Werk in Cyrodiil ist getan. Jetzt ruft man mich nach Todlicht, wo ich die Verantwortung für die ansässigen Novizen übernehmen soll. Aber ich werde bereit sein, wenn ihr Nachricht schickt. Ich werde alles stehen und liegen lassen, um bei der Erziehung meiner Tochter zu helfen. Im Namen Fürst Dagons und der Langhauskaiser Desastrix Seldina. Schwester Seldina gebar Kaiser Morika ein Kind, weil sie dachte, Merunes Dagon hätte ihr das aufgetragen? Das ist verrückt, oder? Es gibt hier vieles, was verrückt ist, also... Wollen wir mal nicht drüber urteilen. Unheilsbringerin Seldinas Vermächtnis. Der Orden der erwachenden Flamme heißt jeden willkommen, der sein Leben neu beginnen will. Wir stoßen aus vielen Ländern und verschiedenen Schichten in Merunes Dagons Dienste. Doch in den Augen des mächtigen Fürstes spielt es keine Rolle, wer wir einst waren. Es ist egal, ob ihr gebrochen wart, versagt habt oder ein Leben in Trauer oder Enttäuschung führtet. Was Fürst Dagon uns lehrt, ist, die Dinge zu tun, die uns gegeben sind. Erlaubt mir, meine eigene Geschichte zu erzählen, meine Novizen. Dies ist mein Vermächtnis. Als ich noch jung war, und es kommt mir vor, als wäre das eine Ewigkeit her, wurde ich von unwürdigen Eltern in Stich gelassen. Die Priorei des Goldenen Stabs nahm mich auf. Dort lebten Anhänger von Magnus, Gott der Sonne und großer Architekt. Sie kümmerten sich um mich und zogen mich groß. Eine Weile war ich glücklich dort. Die Akolyten der Priorei erzählten mir, welches große Ziel Magnus für den Mundus hat und wie enttäuscht er, ob des Makels ist, der seine Schöpfung sich eingehandelt hat. Ein alter Mönch zeigte mir sogar verbotene Texte, die von dunklen Plänen sprachen. Einige der Magna G hatten einst ein Werkzeug gesucht, das die Fehler ungeschehen machen sollte, sodass alles wieder dem Plan des Architekten entsprach. Das verwirrte mich. In meinen Augen war die Welt süß und jung, und mir war nicht klar, wie es bitte eine Gnade sein sollte, sie auszumerzen. Dann kam in meinem 16. Lebensjahr die Reikhorde des Schwarzdrachen, die seinen Krieg nach Hochfels brachte. Hochfels?
Die Reikmannen brachten meine brannten meine Priorei nieder. Sie schlachteten meine Brüder ab und vergingen sich an meinen Schwestern, bevor sie diese ebenfalls abschlachteten. Ich überlebte durch bloßen Zufall, nur um das als Gefangene zu den Reikmannen verschleppt zu werden. Monate hielten sie mich als hilflose Arbeitssklavin in ihren Lager. Und so lernte ich die Wahrheit über den Fehler der Welt. Leid ist alles, was uns erwartet. Als die Horde schließlich auseinanderbrach, warfen mich meine Sklavenhalter aus dem Reich einfach beiseite. Sie zerstörten mein Zuhause, meine Familie, löschten alles aus. Also rannte ich. Doch meine Wut bewahrte ich in mir, mein Durst nach Vergeltung. Und ich erinnerte mich an die Geschichte über die Magna G und das Werkzeug, das diese fehlerhafte Welt ausmerzen würde. Merunes Dagon, der Fürst der Zerstörung. Ich suchte seinen Anhänger im Orden der erwachenden Flamme auf und fand Wahrheit in ihren Lehren, die vor mir verborgen worden waren. Und in dieser Wahrheit sah ich immer deutlicher einen Weg, meine Vergeltung über diese unvollkommene Welt zu bringen. Und so verehre ich unseren Herrn und Meister und arbeite jeden Tag gewissenhaft, auf dass sein Wille geschehe. Denn jetzt weiß ich, dass nur Merunes Dagon die perfekte Welt des großen Architekten und die Hoffnung der Magna G Realität werden können. Schwester Seldina verehrt die Zerstörung, weil sie Merunes Dagon als einen Weg sieht, um den Entwurf von Magnus zu korrigieren, indem die Welt vernichtet wird. Sie haben also Elegian dazu gezwungen, Visionen zu haben und den Kataklysten zu erschaffen, als Teil irgendeiner Abmachung zwischen den Langhauskaisern und Merunes Dagon. Doch wo Morika dafür Sorge tragen wollte, dass seine Erben über die Welt herrschen, will Seldina die Welt vernichtet sehen. Es klang, als ob sie den Kataklysten perfektioniert hätten. Ja, ist das zu glauben? Sie meinen, dass sie noch mehr von diesen schrecklichen Verkörperungen erschaffen können. Und auch noch schnell. Doch haben sie diese neue Maschine schon gebaut oder haben wir noch Zeit, um sie aufzuhalten? Was haltet ihr von Schwester Seldinas Testament? Sie glaubt, dass Merunes Dagon die Welt mit Feuer vernichten wird, damit sie neu erschaffen werden kann. Nachdem sie durch das Reich gelitten hatte, tat sie sich mit Kaiser Morika zusammen und schloss sich der erwachenden Flamme an. Als ob sie sich auch selbst neu erschaffen wollte. Schwester Seldina glaubt auch, dass sie Kaiser Morikas Kind auf die Welt gebracht hat. Genau, eine Tochter. Ich schätze, damit wäre sie Kaiser Leowigs Halbschwester. Habt ihr von jemandem gehört, der das für sich in Anspruch genommen hätte? Ich bin nicht ganz auf dem Laufenden, was das Tagesgeschäft in Tamriel angeht. Doch selbst in Ferngrab hört man Gerüchte. Kommt schon, wir sollten weitersuchen. Nein, gehört habe ich nichts, aber ich glaube, mir wird so langsam einiges klar, weil ich denke, dass genau aus diesem Grund diese Maske erschaffen wurde, die sie trägt. Aber ist jetzt nur eine Vermutung. Also mal schauen, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe diesen Ort gesehen. Ein Fragment meiner Erinnerung. Mein Amulett. Es wird vom Altar angezogen. Könnt ihr ihn euch ansehen? Klar. Dieser Altar und mein Amulett. Ich frage mich... Hey, ich hatte eine Idee. Und dann plötzlich... Die Erinnerungen sind überwältigend. Ich sehe andere Leute. Höre ihre Stimmen. Sie erfüllen den Raum. Ja, ich bin schon einmal hier gewesen. Das Amulett. Es ist, als ob es zu mir singen würde. Ich möchte etwas ausprobieren. Was werdet ihr tun? Die Macht, die ich beschworen hatte, um mit dem Kluftkataklysten fertig zu werden. Ich glaube, ich kann das wieder tun. Das Amulett reagierte, als ich das tat. Als ich mich auf den Kataklysten konzentrierte. Dieses Mal will ich mich auf das Amulett konzentrieren. Ich glaube, es wird mir antworten. Antworten? Wie? Indem alles freigesetzt wird, was diese Maske mir vorenthält. Ich erinnere mich an Dinge, die nicht mehr hier sind. Ein Totem in den Ständern. Ein Sternenglobus. Etwas im Wandgemälde. Seht genau hin, wenn ich mich auf das Amulett konzentriere.
Ich glaube, ihr könntet es auch sehen. In Ordnung. Wir werden sehen, was geschieht. Wenn ihr die von mir erwähnten Dinge seht, dann tretet heran und untersucht sie. Noch sehe ich gar nichts. Ach so, die sind um mich rum. Ich dachte, das kommt jetzt. Okay. Reikbluttotem. Wisst ihr, warum ich euch hergebracht habe, Novizin Mairead? Nein, ehrwürdige Schwester. Weil ich euch nicht länger in der Isolation lassen konnte. Ihr müsst die Wahrheit erfahren. Ihr seid die Tochter von Kaiser Morika. Und ich bin eure Mutter. Wir werden hier eure Ausbildung abschließen. Enttäuscht mich nicht. Okay. Als Magnus sah, dass die Welt der Sterblichen Makel aufwies, gab er seine Schöpfung auf. Törichterweise führten die anderen Götter sein Werk fort und verdammten uns zum Leid. Merkt euch das. Freude ist eine Täuschung, Liebe eine Lüge. Was wurde aus Magnus, Mutter? Magnus blickt von der Sonne herab und wartet darauf, die Fehler zu korrigieren, die andere begingen. Ihr werdet ihm diese Gelegenheit bieten, Mairead. Alles hängt von euch ab. Okay, es gibt noch eine dritte. Ich verstehe die Lektion dieses Wandteppichs nicht. Was hat er zu bedeuten? Merunes Dagon steht vor Magnus als Waffe der Hoffnung. Er hat die Macht, die Welt zu zertrümmern, damit sie neu geschaffen werden kann. Doch es braucht einen Funken in der Welt, um Dagons reinigendes Feuer aus dem Vergessen heraufzubeschwören. Ihr, mein Kind, seid dieser Funke. Nein, Mutter. Ich kann das nicht. Ihr wagt es, euch eurem Schicksal zu verweigern, Mairead. Das Blut der Kaiser fließt durch eure Adern. Das ist eure Aufgabe. Ihr werdet sie erfüllen. Okay, dann das Amulett. Die Zeit ist knapp. Die Maske wird eure Kräfte zügeln und euch vor ihnen beschützen. Und solange ihr sie tragt, werden alle euch vergessen. Einschließlich euch selbst und eurer Mutter. Hab Dank, Elegian. Ich kann nicht tun, was sie verlangt. Ich will nicht für das Ende der Welt verantwortlich sein. Ich werde euch auch vergessen, Mairead. Aber ich lasse euch meinen Namen. Und ich werde das Amulett eures Vaters behalten. Falls ihr eure Erinnerung niemals braucht, sucht mich auf. Das Amulett ist der Schlüssel. Dieses Portal wird euch nach Ferngrab bringen. In ein neues Leben und eine neue Welt. Ach, da ist sie. Och, ich dachte gerade, sie ist weg. Mein Verstand fühlt sich an wie zerschlagenes Glas, das Bilder aus 1000 Scherben spiegelt. Wie soll ich das alles ordnen? Jahre fehlender Erinnerungen, die binnen weniger Augenblicke zurückströmten. Was ist geschehen, nachdem ich das Amulett auf den Altar gelegt hatte? Ich sah einige eurer Erinnerungen in diesem Zimmer. Dann wisst ihr es ja. Schwester Seldina ist meine Mutter. Eine Geliebte von Kaiser Morika. Wurde ich deshalb versteckt? Insgeheim aufgezogen? Ihr Götter, sie hat mich aufgezogen, um die Welt mit einer Armee von Verkörperungen zu vernichten. Um so viele Unschuldige zu töten. Elegian hat euch geholfen, diesem Schicksal zu entgehen. Mir fällt alles wieder ein. Elegian wurde befohlen, die Maske zu erschaffen, um mich vor meiner Macht zu schützen. Doch er änderte heimlich etwas, um mich vor den Dagonisten zu verbergen. Vor meiner Mutter. Ich muss sie zur Rede stellen. Wenn ich mich jetzt an sie erinnern kann,
kann sie sich auch an mich erinnern. Wir können das gemeinsam tun, Anachoretin. Nein. Ich will, dass sie sieht, was aus mir geworden ist. Das Mädchen, das sie in eine Waffe verwandeln wollte, ist genau jene Frau, die ihren Kult auseinandernimmt. Die Macht der Maske ist gebrochen. Ich bin Mairead, aber ich bin auch die Anachoretin. Und ich verstecke mich nicht mehr vor meiner Vergangenheit. Anachoretin, wartet! Schwester Seldina muss in der Nähe sein. Ich werde dem ein Ende setzen. Ich hol dich ein, ich bin sowieso schneller als du. Oh, in dem Fall vielleicht auch nicht. Boah, sie schnell. Alle anderen sind immer total langsam, die überhole ich dann immer. Die saust hier durch. Die Daedra greifen an! Nokfrost hat die Schutzzauber durch. Hallöchen! Da könnt ihr euch damit abfinden. Finde die Langhauserbin! Weil Kühners Nokfrost verlangt es! Ja, euch müssen wir leider. Hallo? Boah, wo ist die hin? Die war so schnell. Alter, so nicht, mein Freund. Ich glaube, ich sollte sie lieber ignorieren. Nirn vernichten und alles in Ordnung bringen. In Ordnung bringen? Ich werde nicht eure Waffe sein, Mutter. Ich werde euch aufhalten. Ich hätte auf euch warten sollen. Ihr müsst sie aufhalten. Dagegen mich zu wenden. Das Feuer, das die Welt neu erschaffen wird, wird euch ausmerzen. Na, ihr könnt sich aufhalten, was kommt. Scheinbar schon. Dank, Sterbliche. Ihr habt Schwester Seldina vernichtet und mir Morikas Erbin auf dem Silbertablett serviert. Ihr Blut wird meinen perfektionierten Kataklysten antreiben. Mit ihm werde ich Ferngrab für Merunes Dagon erobern. Und danach wird eure Welt fallen. Mein Amulett, Freundin. Schützt es. Hört ihr mich, Sterbliche? Ich öffne einen Weg nach Ferngrab. Beeilung! Tja, das kam leider ein bisschen gut. Zu spät. Oh. Nun, da ihr hier seid, erzählt mir, was in Todlicht geschehen ist. Valkynas Nokvros und eine ganze Kohorte von Daedra griffen das Portal nach Todlicht an. Sie überwanden den Schutzzauber und zerschlugen ihn letztlich. Rynkius und ich waren zum Rückzug gezwungen. Ihr seid zurückgekehrt. Aber wo ist die Anachoretin? Wir haben Schwester Seldina besiegt, aber Valkynas Nokvros hat die Anachoretin gefangen genommen. Warum sollte Valkynas Nokvros die Anachoretin entführen? Wir haben gesehen, dass sie Macht über den Kataklysten hat. Doch was will Nokvros mit ihr? Außer, er hat es geschafft, selbst einen zu bauen. Er sagte, er hätte einen perfektionierten Kataklysten. Aber hör zu, die Erinnerung der Anachoretin wurde wiederhergestellt. Ihr habt ihre Erinnerung wiederhergestellt? Die Macht der Maske überwunden? Interessant. Und Nokvros hat einen, wie habt ihr noch gleich gesagt? Einen perfektionierten Kataklysten? Sagt mir, woran erinnert sich die Anachoretin? Sie ist die Tochter von Kaiser Morika und Schwester Seldina. Ihr Name lautet Mairead. Die Tochter eines Langhauskaisers und einer mächtigen Anhängerin von Merunes Dagon? Dann ist eine Katastrophe im wahrsten Sinne des Wortes nur eine Frage der Zeit. Doch warum hat Nokvros die Anachoretin entführt? Valkynas Nokvros meinte, er braucht ihr Blut, um einen perfektionierten Kataklysten anzutreiben. Wir dürfen nicht zulassen, dass Nokvros die Anachoretin verletzt oder einen Tropfen ihres Bluts vergießt. Wir werden uns schnellstens darum kümmern. Ihr habt Schwester Seldinas Bedrohung aufgehalten und Dinge offenbart, die ich nicht wusste, kleine Sterbliche. Ich bin damit zufrieden. Nehmt dies mit meinem Dank. Und wir halten einen mittleren Torso in passgenau vom Set Hexos Abschirmung und einen Fertigkeitspunkt. Wir können die Anachoretin nicht in den Händen von Valkynas Nokvros lassen. Das wäre höchst unüberlegt.
Er kann ihr Blut nutzen, um verheerend mächtige Verkörperungen zu schaffen. Abscheulichkeiten, gegen die nicht einmal ich bestehen könnte. Wir müssen seine Festung erstürmen. Hoffensbrand. Habt ihr einen Plan, wie man eine dädrische Festung erstürmt? Ich habe immer einen Plan, Sterbliche. Dafür brauchen wir Verbündete. Rynkius und seine Klingenträger. Und einen Weg hinein. Der Portalschlüssel der erwachenden Flamme sollte reichen. Sofern wir ihn richtig einstimmen. Und wir brauchen Arox. Er sollte mit Hoffensbrand vertraut sein. Wie stimmen wir dem Portalschlüssel ein? Portalschlüssel können, wenn sie richtig eingestimmt sind, Pfade öffnen, wo zuvor keine existierten. Doch dafür brauchen wir jemanden, der Erfahrung damit hat. Sprecht mit Madame Caprice, kleine Sterbliche. Sie mag euch. Überzeugt sie, uns zu helfen. Falls wir das Haupttor angreifen müssen, haben wir schon verloren. Ich werde Madame Caprice bitten, den Portalschlüssel einzustimmen, um uns nach Hoffensbrand hineinzubringen. Nur zu. Setzt euren Charme ein, um Madame Caprice davon zu überzeugen, uns noch einmal zu helfen. In der Zwischenzeit will ich einen anderen Identifikationszauber auf den verdrehten Stab wirken, den ihr vom Gipfel des Annihilarchen geborgen habt. Ich glaube, ich stehe kurz davor, seinen ursprünglichen Verwendungszweck zu begreifen. Wäre die Festung von Nokvros denn nicht gegen einen Portalschlüssel, den die erwachende Flamme einsetzt, gesichert? Warum sollte sie das sein? Vor wenigen Augenblicken waren sie noch Verbündete. Ich bezweifle, dass er mit Ärger von einer Gruppe von Sterblichen rechnet, die er verabscheut. Es ist möglich, dass der Schlüssel bereits die Koordinaten enthält, um die Feste zu betreten. Ich nehme an, dass Schwester Seldina den Ort viele Male besucht hat. Könnt ihr den Portalschlüssel denn nicht einstimmen? Vielleicht. Wenn wir nicht unter Zeitdruck stünden. Außerdem kann ich meine eigenen Portale zu Orten öffnen, mit denen ich vertraut bin. Ich setze kaum Portalschlüssel ein. Wir brauchen jemanden, der sich bestens auskennt und Madame Caprice weiß mehr über geheime Portale und Wege als jeder andere in Ferngrab. Einschließlich mir. Der Kataklyst wurde von Dremora-Essenz angetrieben. Warum sollte der perfektionierte Kataklyst Blut brauchen? Sterbliches Blut und dädrische Essenz erfüllen ähnliche Funktionen. Und mit Blut verbundene Rituale sind mächtiger. Die Kataklysten sind im Grunde manifestierte Rituale. Königliches Blut fließt durch die Adern der Anachoretin. Das macht es wirklich wertvoll. Warum glaubt ihr, dass der verdrehte Stab wichtig ist? Ihr gabt ihn mir zum Untersuchen. Ich habe ihn untersucht. Er hütet seine Geheimnisse sehr gut. Doch während ihr in Todlicht beschäftigt wart, habe ich ein paar Dinge in Erfahrung gebracht. Er ist ein altes Relikt mit einer Verzauberung, die ebenso verdreht ist wie seine äußere Form. Das ist verstörend. Wisst ihr, was die Verzauberung macht? Nicht genau. Noch nicht. Doch die Essenz von Arox ist irgendwie an das Relikt gebunden. Das könnte der Grund sein, aus dem er davon angezogen wurde. Ich werde es weiter untersuchen, wenn ich Zeit dafür erübrigen kann. Wer weiß? Es könnte einen Nutzen haben, der uns voranbringt, falls wir es denn einmal dringend brauchen sollten. Was könnt ihr mir über Hoffensbrand sagen? Das ist eine der 777 Zitadellen, die die Legion von Merunes Dagon beherbergen. Nokvros befehligt die Garnison, geschützt durch eine Kabale von Dremora Blutadepten. Deshalb brauchen wir Arox, sobald wir drin sind. Was meint ihr, was Arox über Hoffensbrand weiß? Wenn wir der Dädratte Glauben schenken können, war sie einst ein mächtiger Dädra in Diensten von Merunes Dagon sowie der Vorgesetzte von Nokvros. Falls das stimmt, muss er wissen, wie man durch die Feste kommt. Wenn wir einen Sturmangriff unternehmen, werden wir die Anachorete niemals erreichen. Ihr glaubt also wirklich, wir haben eine Chance? Wir haben dieselbe Chance, die wir immer haben. Und wir werden einen Weg finden. Was ihr mir erzählt habt, wirft Fragen über die Anachoreten auf die ich unbedingt Antworten brauche. Und ihr wollt nicht, dass Merunes Dagons Pläne aufgehen. Also werden wir uns um Nokvros kümmern. Gemeinsam.
Ja, das werden wir auf jeden Fall tun. Natürlich steht Basti jetzt wieder im Wege. Aber nicht mehr in dieser Folge, da die auch sehr, sehr lang geworden ist, mache ich es jetzt kurz und schmerzlos. Wir sehen in der nächsten Folge, wie ich zu Madame Caprice gehe und was dann danach passiert. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.